Hallo, grüß euch, ich bin Sonja. Ich schaue, dass ich auf diese Art und Weise vielleicht irgendwen kennenlerne, der was ein wenig zu mir passt. Ich komme vom tiefsten Land, von Eschnau, ist in Bezirk Christkirchen in Oberösterreich. Und ja, schauen wir mal, was das heute sie bringt. Aus Rio an, darin stand, ich komme bald und ich bin dir treu. Meine letzte Beziehung ist ein Jahr aus. Die war anderthalb Jahre circa. Habe ich zwar, es war ein kleine On-Off-Ding ein wenig, aber prinzipiell, ja, im Silvester 2020 auf 2021 habe ich das dann beendet. Was hat nicht funktioniert? Ich war die Mama. Ich habe mich um alles geschert, ich habe alles gemacht. Für mich ist wichtig, dass ich mit dem Führerschein und Arbeit habe. Das sind eigentlich zwei Prioritäten, was ich eigentlich nur voraussetze. Ist halt leider Gottes in der heutigen Gesellschaft nicht mehr New York 15 oder selbstverständlich. Und genau die zwei Prioritäten habe ich halt dann nicht eingehalten. Und somit habe ich halt einfach alles gehabt. Also von Zahlen über Vieren über A bis Z. Was hat Sie fasziniert an denen? Muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein Schlafzimmer-Thematik. Also im Bett hat es gut funktioniert? Ja, Pipi-Fan. Das haben Sie aber nicht am Anfang gleich gewusst, oder? Ja, doch, weil so hat es angefangen. Ist der aus der Gegend gekommen? Nein, eine Stunde entfernt. Das heißt, erotische Sexualität ist Ihnen schon wichtig? Ja, und natürlich Offenheit. Weil Erotik, Sexualität, das kann man sich zusammenspielen. Da geht es halt einfach nicht ums offene Reden drüber, was einem taugt oder was einem nicht taugt. Und sind manche Männer da zu ängstlich, das zu sagen? Oder? Nein, ich glaube, dass es in erster Linie an den Frauen liegt. Dass halt die Frauen so tun, wie wenn sie einer gefallen würden. Und ja, natürlich, wie soll denn dann mal wissen, ob, wenn sie so tut, wie wenn sie ihr gefällt, dann kann der Mann nicht wissen beim nächsten Mal, aber Sie sind anders. So offen, Sie sagen ja, dann, was Sie wollen. Ich will auch was davon haben. Und optisch, gibt es da einen gewissen Typ, wo Sie sagen, auf den reflektieren Sie? Gibt nicht wirklich was. Ich finde sportliche Typen fesch, ich finde aber genauso Bären lieb. Also die, die halt trotzdem mehr Kilo oben haben und die, die einen Vollbart haben, also da bin ich wirklich quer durch die Bank. Vom Alter her, was ist für Sie interessant? Ich habe bis jetzt eigentlich immer meistens Jüngere gehabt. Das war halt einmal schön, wenn ich einen Älteren hätte, also älter, ich bin jetzt fast 27, sagen wir bis 35 ist das für mich gar kein Problem. Man weiß ja, dass Männer vielleicht oder ein wenig weiter hinten sind wie Frauen vom Alter her. aber so direkt, also wenn ich einen 23-Jährigen kennenlerne, wo es einfach funkt und wo es passt, dann passt es genauso. Schön muss es sein, dich zu lieben. Schön der Bobby und ich, wir können, was als Mann wir mögen, mal beim Namen nennen. Bitteschön, der Bobby hat heut gefragt, wohin schaust du da denn? Und ich hab ihm gleich gesagt, du da, die da ist ungefähr die, mit der ich gern glücklich wär. Du da, schön muss es sein, dich zu lieben. Gibt es etwas, was Sie wirklich stört bei einem möglichen Partner? Eifersucht, ja. Ich habe sehr viele Freunde, aber sehr viele männliche Freunde. Das ist wirklich Freundschaft. Ende Gelände. Funktioniert das bei Männern? Das heißt ja oft, dass das bei Männern nicht funktioniert. Die Frauen glauben es, aber der Mann denkt trotzdem was Nein, anderes. Nein, gar nicht. Also meine Mädelsgruppen ist auch, also
bei jedem von uns war das, dass wir früher eigentlich nur mit Burschen umgerannt sind. Und wir haben eigentlich alle immer gesagt, naja, Mails und das Zicken und das Ganze drum und dran, das interessiert uns nicht. Und dann haben sie wie alle zusammengefunden. ich sage es immer so, unsere Mails-Gruppen haben mehr Eier in der Hose wie unsere Burschengruppen. und von dem her, das... Waren die Partner eifersüchtig? Mein Ex-Freund, ja. Der letzte? Extrem. Ich habe einen Freund, den kenne ich jetzt seit 10 Jahren. Und wenn ich halt sage, ja, nein, ich fahre zu ihm aus, ne, Samstagabend oder sowas, dann heißt es, was, jetzt bist du schon wieder bei ihm, jetzt bist du aber schon oft bei ihm. Und da bin ich halt dann auch mal durchgedreht, weil ich gesagt habe, das ist eine Spezies seit 10 Jahren. Und ganz ehrlich, da stehst du einiges weiter unten wie er. Es war im Frühling, sogar Mitte Mai. Es war im Stadtpark, da kamst du vorbei. Du lud'st mich gleich zu einem Waldspaziergang ein. Ich hatte nichts dagegen, nein. Ich dachte nur, Rauchen im Wald ist verboten. Feuer im Wald überhaupt. Trotzdem ist es im Wald gefährlich, denn Rauchen ist verboten, doch Kissen ist erlaubt. Ich hab mir mal überlegt, mal, ich muss ja irgendwas sammeln. Es gibt ja immer wieder Briefmarkensammler und das und was es hier ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich fange an zum Klippersammeln. Das, zum was? Das sind Feuerzeuge. Das sind gewisse Feuerzeuge, da gibt es immer verschiedene Serien. Kriegt man ein Tankstück, kriegt man Trafik, es gibt eigene Shops, wo da die ganzen Klipper ausgestellt sind. Und da haben wir dann einmal angefangen, dass ich mir halt einfach Klipper sammeln tue. Also die Serien, die was mir gefallen, oder einzelne Klipper, die was mir gefallen. Oder ein Freund, die was ein schönes Klipper haben, wo ich sage, voll schön, sonst passt nach. Kriegst du. Gibt es irgendwie einen Traum noch? Familie, Kinder, ist das etwas, was für Sie wichtig ist? Ja, also ich möchte prinzipiell das 0815 leben. Ich möchte meine Mann, meine zwei Kinder, meinen Hund, mein Haus habe ich, Gott sei Dank. Aber das möchte ich auf alle Fälle, ja. Dürfte er Kinder mitbringen? Ja, natürlich. Gerade im heutigen Zeitalter, es ist nicht mehr, ich bin 27 Jahre jetzt fast, wenn ich jetzt einen 32-Jährigen kennenlerne, ich brauche nicht davon ausgehen, dass der keine Kinder hat. Das ist einfach, das ist heutzutage einfach so. Wo haben Sie die letzten Jahre oder zwischen den Beziehungen versucht, jemanden kennenzulernen, oder? Versucht nicht direkt. Also ich bin, ja, es ist eigentlich schwierig. Beim Fortgehen gehe ich fort. Da interessiert mich sowas dann nicht, wenn irgendwer zukommt und sagt, hey, ma, das und das. Also für sowas danke, sind Sie nein, nicht. Danke. Für so ein Flirt oder was und One-Night-Stand sind Sie nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie einen One-Night-Stand gehabt. Ich habe zwar meine Abmachungen gehabt und sowas, aber ich will dann auch meine eigene Herrin sein und fahren, wenn ich dann will. Also davor, das heißt, Freundschaft plus hat es gegeben? Ja, hat es gegeben, ja. Aber auf jetzt, das heißt, beim Fortgehen haben Sie nie so geschaut, ob es eigentlich nein, gar nicht. Da bin ich mehr auf Quatschen und ich lerne beim Fortgehen 4-5 Stunden, lerne 10 neue Leute kennen. Und da geht es mir mehr um das, einfach Spaß, um Smalltalk kommen. Und im Internet, haben Sie es da schon mal probiert? Probiert nicht direkt. Ich meine, ich habe Tinder runter, so ehrlich muss ich es auch. Aber ich glaube, ich habe das seit 5 Jahren runter und das ist halt, wenn im Fernsehen Werbung ist und ich habe Instagram durchgeschaut und Facebook einmal ein wenig durchgeschaut und es ist noch immer Werbung, dann gehe ich halt in Tinder rein und tue, nein. Haben Sie einmal einen getroffen von dort? Einmal, ja. Und war das so, wie Sie es sich vorgestellt haben, oder ist das, wenn man hört immer wieder, die Leute stellen sich anders dar, und wenn man dann gegenüber sitzt, ist das wie andere? Nein, er war so genauso ein authentischer Mensch wie ich. Also das hat auf alle Fälle gut gepasst, aber es hat dann zwischenmenschlich einfach nicht gepasst. Das heißt, ihr habt nur ein Gespräch gehabt? Nein, das möchte ich nicht sagen. Also ein bisschen mehr, nein, sozusagen. Nein, wir hätten es probiert, aber es war einfach dann, allgemein hat es halt dann nicht gepasst. Wir haben das schon 2-3 Monate Rennen gehabt, aber wir sind sie dann beide drauf gekommen, dass es nicht gepasst hat. Von wo sollte er sein? Am besten keine Stunde weg. Mein Ex war 1 Stunde entfernt. Und ja, es kommt natürlich drauf an. Aus einem anderen Bundesland? Aus Wien? Nein, Vöcklabruck. Werner, ich meine, Entschuldigung gegen die Werner, aber man darf nie wohl in einen Dorf reinhauen. Was würde sich stören an Werner? Oh, auf das glaube ich, möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Es sind die Werner an sich. Es ist bei mir einfach schon beim Rehen. Wenn ein Wiener zum Rehen anfängt, dann
kommt in mir schon irgendwie so ein wenig ein Quant auf. Also aber Werner braucht sich keiner rühren. Burgenländer, Sie können es probieren. Burgenländer, Steiermark, oder ist es wirklich so, es wird Oberösterreicher sein? Es ist schon weit weg. Also Burgenland, Steiermark, es ist... Natürlich darf man sich am Wochenende dann sehen, aber dann bin ich halt dann vielleicht auch am Wochenende dann nicht dran, sehe ich meine Leute dann auch zwei, drei Wochen nicht. Und ja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, was er so ein wenig einen Plan hat, was er von seiner Zukunft erwartet oder was er vorhat in den nächsten paar Jahren. Aber jetzt eine Fernbeziehung auf einige Zeit. Aber Sie wären jetzt bereit sozusagen für eine längerfristige Beziehung? Wenn es nach mir gegangen, hätte ich schon mit 16 die Liebe meines Lebens getroffen, hätte jetzt wahrscheinlich schon mein zweites Putze im Arm. Liebe ist das einzig Wahre, durch das bleibt die Menschheit bestehen. Treue macht eine Beziehung überhaupt möglich. Romantik ist das Um und Auf, was die Liebe hochwertiger macht. Sex ist die Sahnekirsche auf den Eisbech oben. Der ideale Tag schaut mal so aus, dass wir ausschlafen und dann einfach spontan sind. Von nichts da über auf den Berg aufgehen, über spazieren gehen, über mit Freunden zusammensitzen oder zu zweit einfach ein paar Bier trinken. Falls ich der Tag, falls ich dazu sprich, dann meldet euch. Falls du glaubst, dass du mir ein wenig in den Arsch treten gehst, weil das brauche ich auch ein wenig, dann bitte gar schön, schreib. Und ich freue mich drauf. Ciao!